Podcast mit Shelly und Christiane. Heute Shelly und Christiane basteln Catch the Sketch. Was machst denn du da? Ich? Bereit. Was machst du da mit deinem Wassertankpinsel? Ich mal hier. Und warum muss meine Glitzerfarbe und dein Wassertankpinsel, kannst du mir das kurz erklären? Das ist meine Glitzerfarbe, die habe ich aus meinem Bastelraum geholt. Bist du sicher? Ganz sicher. Und was machst du damit? Ich mal die Lilypads aus. Ja. Was ist denn das für ein Rot? Das Mello. Oh, cool. Mello-Rot. Und das hier ist Kirschblüte. Und diese Linien, die du da siehst, und diese Blätter. Lass mich raten. Das ist Granit. Richtig. Ah. Du bist voll gut. Das finde ich total schön. Jetzt machst du mit dem Glitzer was? Ich male mit dem Glitzer die größeren Lilien. Also nicht die ganz großen, sondern diese mittelgroßen Seerosen mit dem champagnerfarbenen Glitzer an, damit cool. Das so ein bisschen schimmert, weil ich wollte gerne eine Karte damit machen und ich habe Papier gesucht und so schönes Papier haben wir nicht. Nee, also habe ich mein eigenes gemacht. Voll cool. Mein eigenes Designpapier. Und weißt du was? Ich finde, das machen wir ab heute. Also eigentlich ja ab heute Morgen, aber das sagen wir ja niemandem. Zur Catch the Sketch Challenge. Oh ja. Ist das eine Idee? Das ist total eine super Idee. Designe dein eigenes Designerpapier. Genau, sei dein eigener Designer. Und schnüppel es hinterher kaputt, Love It, Chop It mäßig? Könnte man machen. Ich habe jetzt hier einen Boden. Sonst legen sie sich ihr Designerpapier hinterher in den Schrank und streicheln das. So wie das andere Designpapier, was da auch schon so rumliegt. Ja, das soll nicht. Ach so, meinst du, das fühlt sich dann einsam im Schrank? Ja, aber es ist doch viel schöner, das hinterher kaputt zu schneiden, auf Karten zu kleben und zu zeigen. Kaputt und zu schneiden? Ja. Ich krieg Schnappatmung. Ich zeig dir gleich, wie das geht. Mach mal weiter und dann schnüppel ich dir das. Finger weg. Aber also nur so ein bisschen. Hier so. Ah! Oh. Guck, kannst du auf eine Karte kleben. Yay. Also, machen wir das so? Das machen wir. Ja. Und wieder eine Challenge fertig. Klick, Haken dran. So geht das bei uns. Ja. Meistenteils jedenfalls. Oftmals sitzen wir auch zusammen. Also Christiane bei sich zu Hause und ich bei mir zu Hause und haben eine Videokonferenz, sind gemeinsam kreativ und überlegen uns zweimal im Monat kreative Aufgaben, die ihr dann nachbasteln könnt. Also nicht, dass ihr unser Projekt nachbastelt, das ist gar nicht unser Ziel, sondern dass ihr die Idee, die wir euch vorschlagen, mitbastelt. Ja. Da haben wir ganz viele verschiedene Bereiche. Das eine zum Beispiel ist ein Thema. Wie designe dein eigenes Designerpapier. Dann wir haben aber auch. Wir haben Farbaufgaben, also Farbchallenges. Da geben wir in der Regel 3 Farben vor, mit denen hauptsächlich gebastelt werden soll. Da hatten wir zum Beispiel im Dezember von Christiane die Challenge. Also das möchte ich nochmal sagen, dass das Christianes Idee war und nicht meine. Merlot-Rot mit Gold. Ja, und Tannengrün. Ja, Tannengrün. Tannengrün. Das war ihre Idee, nicht meine. Naja, also ich habe gesagt, Tannengrün ist die kleinste Alternative. Schlechtigkeit, die wir an grünen Dingen im also stell dir mal vor, du müsstest mit grüner Apfel arbeiten. Weihnachten? Ja. Nee. Moosgrün wäre schön gewesen.
Tja. Haben wir sowas überhaupt? Es sind in Neutralfarben, Schatz. Nein. Ganz doch. Bestimmt. Warte, ich hol's dir gerade. Guck hier. Oh, nee. Oh, stell es weg. Mach es zu, es passt sowieso nicht zu deinem Glitzer hier. Also ich finde, da könnte man... Nein. So ein paar Punkte. Nein. Kein Grün. Du machst dich unbeliebt bei mir mit Grün. Ach, Tochterkind. Da reicht schon dein grüner Reißverschluss. Immer reitet die auf meinem grünen Reißverschluss bis rum. Bis du diese Jacke endlich wieder ausziehst. Die nächste Jacke wird ganz grün. Ja, das ist Und die mache ich für dich. Ja, natürlich. Ich glaube, ich wollte auch gar nicht mehr nach Wickede kommen, damit dich in Jacke zu sehen. Das ist nicht nett von dir. Ja, wenn du nicht nett zu mir, dann ich auch nicht nett zu dir. So. Wollen wir mal wieder zurück zum Thema? Was war denn das Thema? Grün? Catch the Ach sketch. So, Farbchallenge. Ja, genau. Wir hätten noch im Angebot einen Sketch. Also wir geben die Form vor. Ja, da haben wir seit Beginn des Jahres eine Änderung in der Formvorgabe. Hm. Letztes Jahr hatten wir Sketches, die waren quadratisch oder im Format DIN lang, dass man also dann eine entsprechend lange Karte oder zumindest die Form, dass das Seitenverhältnis in lang halten sollte oder eben quadratisch halten sollte. Hm. Da wir aber wissen, dass viele von euch keine quadratischen Karten basteln, weil es einfach auch das Problem mit dem Porto immer gibt, haben wir uns überlegt, dass alle Sketches ab jetzt unserem Standardkartenformat entsprechen. Was natürlich nicht heißt, dass ihr so ein Sketch nicht auch für eine Verpackung verwenden könnt oder für einen Bilderrahmen. Das heißt, wenn wir euch den in, was ist denn das, A6, also in rechteckig vorgeben. C6, oder? Nee, A6. C6 ist der Umschlag. Ach, die Geschichte. Ja. Wenn wir euch den in rechteckig vorgeben, heißt das nicht, dass ihr den nicht auch in quadratisch entsprechend angepasst umsetzen könnt. Genau. Früher gab das mal Punktabzug. Früher gab das Punktabzug. Ja. Heute nie mehr. Nee. Müssen ja auch mal ab und an was neu machen. Genau. Wir müssen sehen, was nicht gut läuft und ändern das. Genau. Wir sind ja flexibel. Also wir haben Sketches, Farbchallenges, Themen. Mhm. Aber noch was? Techniken. Techniken. Da hatten wir die Polarlichtertechnik zum Beispiel. Ja. Auch im Dezember. Genau. Ich muss mir überlegen, wann hatten wir denn die letzte Technik-Challenge? Bräuchten wir auch mal wieder, sagst du, ne? Puh, ja, wir hatten jetzt im Dezember, aber vorher. Das ist schon wieder eine Weile her. Ja. Technik fällt immer so ein bisschen hinten runter. Warum eigentlich? Weil ich immer ein Video drehen muss. Ja, das habe ich verstanden. Aber manchmal gibt es ja auch schon gute Videos zu den Techniken. Aber wir haben Scrapbooking gemacht. Scrapbooking haben wir neu eingeführt. Ja, das stimmt. Scrapbooking zu einem bestimmten Thema. Hatten wir das Ganze genannt? Hm. Und Love It, Shop It hatten wir, was man auch als Technik irgendwo stimmt nehmen könnte. Aber grundsätzlich funktioniert Catch the Sketch so, dass wir uns gemeinsam überlegen, was könntet ihr nachbasteln? Woran könntet ihr Spaß haben? Und vor allem, wie kriegen wir euch aus eurer Komfortzone? Genau. Wir hatten übrigens noch 1 aus 3. Oh ja. Wir haben 3 Stempelsets vorgegeben und mit einem oder 3 oder 2 davon kann man dann auch basteln. Das ist auch immer eine tolle Challenge, finde ich. Ja. Die kommt ja auch wieder. Hast du schon gesehen? Ja. Du warst bei der Planung. Ich war dabei. Ach, unser Planungswochenende. 14 Tage her, kommt schon wieder vor wie eine Ewigkeit. Ja, oh, das war auch... Aber war gut. Ja. Echt viel geschafft. Und jetzt haben sie 1 Jahr Zeit, das alles umzusetzen, was wir in unserem
alkoholfreien Sektkopf uns ausgedacht haben. Ja. Gut, dass es Burger gab am Samstag. Weil wieder auf den Boden der Burger-Sachen, Tatsachen. Ja. Ja. Aber wenigstens hat der Burgerladen meine Pepsi Max. Das ist gut, oder? Ja, voll. Gibt's ja sonst nur bei dir im Kühlschrank. Aber da ist immer eine Flasche für dich. Ja. Also meistens. Meistens. Wenn ich sie da reingestellt habe, ist da immer eine. Das stimmt. Ach ja, catch the sketch. Guck mal, wir sind jetzt schon bei Challenge, hatte mal 69. Irgendwie so. Das ist unglaublich. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, ey. Jetzt bin ich auch schon über ein Jahr dabei. Ich habe am 1.11.18 Hast du es übernommen, bin ich mit eingestiegen, ja. Ach, schön. Musste ich mich ganz neu einarbeiten, auch in WordPress. Aber das geht ja aber dann. Aber es funktioniert, oder? Es funktioniert super. Das ist total klasse. Das geht schnell, man kann da hervorragend mitarbeiten. Und dadurch, dass wir ein paar Meter auseinander wohnen, ich habe ja gelernt, Onstage, weit fängt erst bei über 300 Kilometern an. Ja, und das die haben wir ja nicht ganz. Gut, dass du nicht in Bremerhaven wohnst. Ja, dann hätten wir jetzt ein Problem, das stimmt. Dann würden wir weit auseinander wohnen. Mhm. Aber so geht's noch. Oh ja, zwei Stunden, kein Problem. Ja, nachts. Ja. Mit 180. Ja, natürlich, wie denn sonst? Weiß nicht, nur fliegen ist schöner. Tagsüber durch die Baustelle sind wir 3,5 Stunden unterwegs. Ja, und stehen 10 Kilometer vor deiner Abfahrt für eine Stunde im Stau. Hast du genau richtig erfasst. So ja, weiß macht man ich. Das hab bei ich, uns. Habe ich schon gemacht. Hm. Da, wo du im Stau gestanden hast, habe ich früher gearbeitet. Ja. Und da war auch schön, wenn man den Feierabend hatte und auf die Autobahn und schade. So viel zum Thema Feierabend. Kann mir irgendjemand mein Abendbrot bringen, bitte? Ich arbeite noch 2 Stunden länger. Genau, ich mache mal Überstunden heute. Ja, super. Ich feiere die morgen ab und komme einfach später. Nicht. Ich ist auch gut. Ja. Das macht mir so viel Spaß, unsere Challenges. Hm. Das ist ja für uns auch immer wieder eine Herausforderung. Vor allen Dingen finde ich das schöne eigentliche Sketch the Sketch ja so 2 Fliegen mit einer Klappe. Natürlich ist es immer eine kreative Idee umsetzen und irgendwas nachmachen oder zu einem Thema kreativ werden oder wie auch immer. Aber Catch the Sketch hat ja noch eine ganz andere Seite. Ihr kennt doch das große G. Da kann man so suchen. Das große G. Das große G hat ja Listen von Webseiten in sich als Suchantwort. Ja. Und wenn ich nichts auf der Webseite habe und wenn ich keine Links auf der Webseite habe und. Dann findet mich das große G gar nicht. Dann findet mich das große G gar nicht. Aber wenn ich regelmäßig mich verknüpfe durch Bloghops, durch Catch the Sketch zum Beispiel, oder naja, es gibt ja auch noch ein paar andere Ideen, aber das führt jetzt hier zu weit. Auf jeden Fall ist Catch the Sketch eine Idee, um sich beim großen G ein bisschen beliebt zu machen. Und das am besten nicht erst am Monatsletzten, sondern schon, wenn der Sketch gerade rausgekommen ist. So als Insider-Tipp. Das wäre die optimale Variante, denn wir haben für euch immer eine Liste unten vorbereitet, in die ihr euch 15 Tage lang mehr oder minder eintragen könnt. Mhm. Also wenn der Sketch am 1. online geht, morgens um 5.30 Uhr. Dann kann man um 7 Uhr das Projekt erhalten. War ein Scherz. Aber wir waren um 3 Uhr fertig mit Basteln. Naja, komm. Gut. Wir werden also besser. Wir wollten es im neuen Jahr besser machen. Aber letztes Jahr war es schon... Gerade wenn es am Wochenende war. Knapp. Manchmal. Also ja, war es sowieso, aber eng. Also kurzfristig.
Ja, weil das ja auch nur ein Jahr stand. Ja. Und wir können uns ein Jahr Gedanken machen. Heißt nicht, dass wir am Basteltisch sitzen. Ach so, ja, da war was. Genau, aber wir wollen das dieses Jahr besser machen, haben wir uns fest vorgenommen. Wir arbeiten noch dran, aber wir haben ja jetzt auch noch 11 Monate Zeit. Und ich finde, dieser Monat ist schon besser gelaufen. 10,5 Monate. Denn wir sind ja schon fertig mit Kitsch Sketch. Ja. Zumindest für Anfang Februar. Hast du Mitte Februar schon fertig? Ja. Was? Na klar. Du nicht? Nein? Ja, dann aber mal, guck mal hier, ich habe das und das. Und schau mal, was ich hier noch für dich habe. Ich werde ja irre. Ja, also ich mache hier mal kurz weiter und du machst eben Catch the Sketch. Ich bin mal weg. Ich erzähle derweil mal, wie das Ganze dann abläuft. Also, am 1. und am 16. eines Monats. Klugscheißer kommt jetzt. Pfüt. Genau. Das war das Erste, was ich mit Shelly ausdiskutieren musste, dem sie Catch the Sketch übernommen hat. Ja. Von der Vorinhaberin. Ja. Das Erste, was wir ausdiskutiert haben, war die Ungerechtigkeit, dass der zweite Sketch immer mehr Zeit hat als der erste in einem Monat. Ja. Also musste Christiane leider sich beugen, meiner unnachahmlichen Logik. Lehrerin-Style. Hat sie sich gar nicht drüber aufgeregt und das überall breit gedreht. Nee, ich habe das nur mal erwähnt. Ja, 100 Mal. Bei jedem, der es wissen wollte. Und auch bei jedem, der es nicht wissen wollte. Richtig. Das ist auf Shellys Mist gewachsen. Das war ich. Das heißt nämlich für euch, die ihr an unserer Challenge teilnehmt, dass ihr für jede Challenge auch normalerweise gleich viel Zeit habt. Die genau, einzige, vom 16. bis zum 28. Einzige Ausnahme, weil da nämlich Christiane nicht mitspielt, ist der Februar. Ja. Aber dieses Mal haben wir wenigstens einen 29. Februar. Der also schon mal einen Tag mehr. Mädels, ihr habt einen Tag mehr Zeit. Tja. Und warum überhaupt Mädels? Wir haben auch Herren, die teilnehmen. Ja? Ja, natürlich. Wann? Der René. Ach ja, damals. Ich erinnere mich dunkel. Das ist schon lange her. Ja, vielleicht hat er ja mal wieder Lust, teilzunehmen. René! Joachim! Guck, 2 Männer. Mhm. Vielleicht kriegen wir den Jörg ja auch noch dazu. Tim. Oder den Stempler. Tim, habe ich gerade drüber nachgedacht. Den taggen wir erstmal. Ja, läuft bei uns. Tim taggen ist ja wohl irgendwie mega ein Trend. Ja. Also, das hat letztes Tim, Jahr schon angefangen. Tim, du Stempler, du könntest eigentlich mal bei Catch the Sketch mitmachen. Ja, finde ich auch. Der hat immer so tolle Ideen. Ja, das stimmt. Aber Joachim kann das auch, wenn er denn mal Zeit und Muße hat. Der hat auch tolle Ideen. Ja. Und René wird jetzt verdonnert. Genau. Der muss auch mit. Läuft bei uns. Also, wir haben Jungs und Mädels. Wir haben einen Tag mehr Zeit. Nein, also, normalerweise läuft es so, ihr habt von dem 1. morgens um 5:30 geht die Challenge online. Ab dann könnt ihr euch auch in unsere Linky-List eintragen. Bis zum 15. abends um 20 Uhr Zeit, unseren Sketch, also unsere Idee, unsere Challenge für euch nachzubasteln. Dann werten Christiane und ich das Ganze aus. Und im Anschluss daran geben wir die ersten 3 Plätze bekannt. Am 16. eines Monats geht dann die 2. Challenge online. Und die geht entweder bis zum 30. oder bis zum 31. oder eben im Februar nur bis zum 28. oder in diesem Fall bis zum 29. auch wieder abends um 20 Uhr. Und dann gibt es wieder ein paar Stunden später die Auflösung. Und am 1. startet dann der nächste Sketch. Alles, was ihr zum Teilnehmen braucht, ist eine kreative Idee. Ein Blog. Ein Handy zum Fotografieren. Ja. Ja, so im Groben ist es das erstmal. Ja, und was mache ich denn, wenn ich keinen Blog habe? Naja, es gibt
hochlade, wo einfach so Fotoportale, wo man das kostenlos hochladen kann und dann kriegt man einen Link, den man dann bei Catch the Sketch in der Linky-List einreichen kann. Also das heißt, man braucht nicht mal einen Blog. Nicht um zwingend. Um mitzumachen. Genau. Ich sagte ja vorhin mit dem großen G, ist das also ein positiver Nebeneffekt, der in dem Fall für die Teilnehmer, die über dieses Fotoportal mitmachen, den gibt es für die nicht. Aber es hat ja eben zwei positive Effekte. Genau. Hauptsache kreativ. Ja. Das ist sowieso, glaube ich, das Allerwichtigste. Ich meine, wir haben so einen tollen Mini-Katalog jetzt, der auch schon einen Monat läuft. Ja, Wahnsinn. Wie die Zeit rennt. Ey. Und die Celebration-Artikel gibt es auch immer noch. Auch tolle Sets bei, oder? Oh, und ich freue mich so auf den 3. März. Die Erdmännchen waren toll. Die sind so süß. Ja. Und ich erinnere mich noch damals auf Onstage, da hatte ich die im Arm. Ja, nur leider nicht als Button. Aber die waren toll. Die waren total gut. Du konntest dich dahinter verstecken. Genau. Umziehen fast. Die waren viel fetter als ich. Wie redest du eigentlich von dir? 5 Erdmännchen sind breiter als eine Christiane. Die sind breiter als 2 Christianes. Stimmt. Sonst könnte ich mich ja nicht umziehen. Nee, ja. Das ist so das große Ziel, ne? Kreativ sein, sich austauschen, andere Ideen vielleicht auch mal zu einem bestimmten Thema bekommen. Ich finde immer die Farb-Challenges auch so toll. Ja. Wie du da jetzt drauf kommst, frage ich mich ja. Ja, wegen. Genau. Weihnachten. Ach so. Ich meine, die Weihnachts-Challenge war jetzt für mich nicht so eine Herausforderung, aber wir hatten ja auch im Oktober Jade und Espresso und Vanille, glaube ich. Ich glaube, ja, sowas. Irgendwie so die Kombination. Und ich finde das einfach immer großartig, wenn du dann, ja, du kriegst so viele verschiedene Ideen zu diesen Farben. Das ist vielleicht auch mal was, mit dem du nicht so unbedingt bastelst. Ja, raus aus der Komfortzone. Absolut. Vielleicht ist das demnächst der Untertitel für Catch the Sketch. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Dann kommt das mit auf unsere T-Shirts? Ja, da müssen wir noch ein bisschen Platz für schaffen. Ja, vor allen Dingen, also wir müssten noch mal über T-Shirts sprechen. Ja, wollen wir das jetzt machen? Ja, also wir haben noch 8 Minuten. Dann können wir noch über T-Shirts sprechen. Toll, oder? Hammer. Ja, also, dass Shelly T-Shirts drucken kann, hat sie ja schon bewiesen. Auf der Burg vor 1,5 Jahren. Ja. Das war richtig gut und meins hält immer noch. Das ist schön. Ne? Und dein Do What You Love, Love What You Do T-Shirt? Was ich schon seit 1000 Jahren onstage und auf allen anderen Simping-Up-Veranstaltungen anhabe. Ja, es wird langsam unansehnlich, aber nicht vom Druck, sondern vom T-Shirt. Ich habe gerade verstanden, wir brauchen ein neues. Ja. Habe ich richtig verstanden, ne? Ja, Catch the Sketch, raus aus der Komfortzone. Das ist super. Ja, finde ich mega. Also, wenn du auch ein T-Shirt haben möchtest, ich muss noch mal gucken, also wir müssen noch mal gucken. Wir brauchen einen kleinen Unkostenbeitrag für den Druck. Ja. Für das Plotzeug. Genau. Und wir bräuchten von dir ein T-Shirt. Ein T-Shirt. Genau. Das würde nämlich bedeuten, dass... Vorzugsweise in weiß oder schwarz, würde ich sagen. Ja, aber ich finde, so ein Marineblau würde auch gehen. Ja, und wenn wir dann jetzt in, ich sag nur mal, Rosigold draufplotten wollen. Aber wenn wir auf Marinegold sieht mal, auf Marinegold, auf Marineblau sieht Rosigold auch toll aus. Ja, also wir müssen mal überlegen, ob es da irgendeine Einschränkung noch gibt. Oder? Orange mit Rosigold. Oder stell dir mal vor, Jobi schickt uns grün mit Roségold. Ja, aber meinst du denn, der möchte einen roségoldfarbenen Aufdruck? Ich weiß nicht. Ich würde eher sagen. Ich hätte gern Roségold. Ja. Vielleicht können wir ja auch mal gucken, ob wir nicht 2 oder 3 Plotfarben zur Auswahl stellen können. Das war so meine Idee dahinter. Ja. Also wir müssen das Angebot auf jeden Fall nochmal verfeinern und durchrechnen.
Aber T-Shirts für Catch the Sketch-Teilnehmer finde ich ziemlich cool. Ja, ich auch. Und auf der nächsten Onstage im November laufen wir alle in Catch the Sketch-T-Shirt. Das wäre doch mega. Das wäre doch total cool. Weil das nämlich auch bedeutet, dass man teamübergreifend zeigt, dass man irgendwie schon zusammengehört. Auch wenn man nicht im gleichen Team ist. Genau. Und man muss nicht mit Krönchen oder Herzchen oder Flatter oder Flitter oder Bling Bling im Haar rumrennen. Kann man aber auch, wenn man möchte. Ja, aber wir nicht. Nicht für Catch the Sketch. Vielleicht habe ich da eine Einhornkrone auf oder so. Ja, mach mal. Ja, wer weiß. Ich wollte auch. Also eigentlich habe ich on stage. Ich muss arbeiten. Ich bestimmt gerade Verwaltungsratssitzung. Also es ist sehr, ich Einhörner mag, aber nein. Außerdem hätte ich vielleicht lieber anstatt Roségold Kupfer. Grün. Ach so. Ja. Passend zu den Haaren. Mhm. Auf so einem moosgrünen T-Shirt. Ich muss mal kurz hier so. Ah! Nein, nein, nein! Aua! Ah, aua! Entschuldigung. Hatte da gerade das leichte Zucken im linken Arm. Prost. Die halten uns doch schon wieder für verrückt. Tun sie immer. Ach so, deswegen mögen die uns. Hm. Das ist gut. Hm. Die sitzen garantiert schon ab dem 31. Januar da und sagen, wann kommt denn der neue Podcast? Am 1. Februar um 20 Uhr. Hm. Wie immer. Habe ich richtig im Kopf, ne? Ja. Das ist gut. Krasse. Läuft bei mir. Ja. So, wir haben über T-Shirts gesprochen. Ja. Wir haben über die verschiedenen Challenges gesprochen. Ja. Wir haben darüber gesprochen, wie man daran teilnehmen kann, wann es online geht, wann die Gewinner bekannt gegeben werden, dass es 3 sind, die bekannt gegeben werden. Haben wir irgendwas vergessen? Ja. Na dann hau mal raus. HTTPS. Doppelpunkt, /. Catch. C-A-T-C-H. Catch. C-A-T-C-H. T-H-I. The. The. S-K-I-T-C-H. Sketch.de. Genau. Das Wichtigste haben wir nämlich vergessen. Weil, also... Crafts & Co. und Stempelpalast kennt jetzt, glaube ich, jeder. Aber Catch the Sketch müssen wir noch ein bisschen anschieben. Das ist korrekt. Also, http catchthesketch.de. Was hast du jetzt? HTTPS. Ja, funktioniert auch, ohne das S einzugeben. Das S ist immer da. Weiß ich. Wir sind schon secure. Aber da kommt der Informatiker durch. Ja, aber man muss ihn nicht eingeben. Er funktioniert trotzdem. Das ist total gut. Das ist also eine automatische Weiterleitung. Yes. Läuft bei uns. Genau. Catch a Sketch läuft. Was erzählen wir den Leuten jetzt noch? 2 Minuten 43. Die Kaffeemaschine braucht Aufmerksamkeit. Will die Kaffeemaschine sagen, wir sollen einen Kaffee trinken? Nee, die Kaffeemaschine hat gerade beschlossen, ihr habt so lange gesabbelt, ich mache mich jetzt aus. Ach so, hat die jetzt Feierabend. Na gut, dann trinken wir auch keinen Kaffee mehr. Och, Menno. Ja. So einen doppelten Espresso. Nee. Na gut, dann nicht. Flat White höchstens. Gibt's morgen wieder. Für wen? Na, für dich. Ach so. Du fährst erst morgen nach Hause. Okay. Oder bleibst du noch ein bisschen hier? Nein. Musst du arbeiten? Ja. Morgen früh um 10 in Bremen. Och, Menno. Da ist nichts mit Flat White. Da ist nichts mit Flat White. Du brauchst eine Kaffeemaschine. Ich habe eine Kaffeemaschine. Nein, du hast einen Zustand. Ich glaube, das sage ich meiner Kaffeemaschine. Was mach? Die macht dir nie wieder Kaffee, wenn du sie als Zustand titulierst. Dann brich meinen eigenen Zustand mit. Ich habe auch noch so einen Zustand im Keller stehen. Ah ja.
Aber die kann halt kein Flat White für meine Lieblings-Christiane. Nein, die kann vernünftigen Latte Macchiato. Das der schmeckt ordentlich, das, ohne dass die Bohnen reduziert werden müssen, weil sie sonst Herzinfarkt gefährdet sind. Das kann meine auch. Ja. Hast du nur noch nie probiert. Das ist viel zu stark. Nur weil ich so ein bisschen Lasgen-Kapelle-Kaffee nehme? Ah ja, so ein bisschen Lasgen-Kapelle-Kaffee. Da kann man 3 Löffel reinstellen. Das stimmt gar nicht. Schwarz wie meine Seele. Habe ich mir gemerkt. Jetzt weiß ich's. Wusstest du das nicht vorher? Also ich kannte deine Seele vorher, ja, aber ich wusste nicht, dass du auch noch Kaffee in der Variante trinkst. Und du bist trotzdem in meinem Team. Hast du dir das gut überlegt? Prost. Ja, was soll ich sagen? Ich muss dann jetzt auch mal weg. Manches geht eben nur mit Pepsi Max. Ist das jetzt eigentlich Werbung? Nein, weil ich sie selber gekauft habe. Ja. Und weil ich mit Pepsi Max nichts erreichen möchte auf diesem Stream. Das ist richtig, hoffe ich. Und wenn doch, dann war das jetzt Werbung. Ja. Irgendwie. War nicht schlimm. Ich habe es ja selbst bezahlt. Genau. Du kriegst auch nichts dafür. Nee. Hashtag Werbung aus Überzeugung. Hashtag, weil es lecker ist, wenn es kalt ist. Hashtag, hast du Hashtags verstanden? Hashtag, nein. Ja, wir sind manchmal ein bisschen bekloppt, aber gut. Das war auch ein sehr schönes Gespräch. Es war schon eine Weile her, aber es war sehr lustig. Ja, war mega. Shellys Tochter ist nicht Instagram-affin, sagt also, sie. Also sie. Entschuldigung. Nutzt Instagram schon, aber sie verwendet keine Hashtags. Ja. Und weiß auch nicht, wie es funktioniert. Glaube ich. Weiß ich nicht. Vielleicht hat sie sich ja inzwischen schlau gemacht. Ich meine, das Gespräch ist 3 Monate her. Ja. Wir müssten mal ihren Instagram-Account stalken. Stimmt. Oder noch besser. Wir müssen noch mal mit ihr so eine Instagram-Schulung abends in einem Restaurant machen. Ja, das ist auch cool. In diesem Café hier um die Ecke. Ja. Dann müssen wir aber Doreen mitnehmen. Und vielleicht noch so 2, 3 andere lustige Menschen, die man nach Herzenslust über Instagram ausfragen kann. Total gut. Das war gar nicht peinlich. Vielleicht sollten wir mal einen Sketch zum Thema Instagram-Filter. Hashtag, ich sehe immer scheiße aus. Oh mein Gott, der dusseligste Instagram-Filter sind Hundeohren und eine Hundezunge, die rauskommt, sobald du den Mund aufmachst. Und wenn du den Mund noch weiter aufmachst, kommt da auch noch Hundekuchen raus. Ist doch der falsche Weg für Hundekuchen, oder? Ich würde sagen, die Hundekuchen müssen eigentlich eher rein in den... Ich habe aber gerade gehört, dass bei... wir haben das Ding ja eh schon als Werbung markiert, ne? Beim Currywurstmann, kennst du auch nicht, ne? Nee, ich komme doch aus Milchkanne. Genau, der Currywurstmann Chris Töpperwien hat auch einen Instagram-Filter. Der hat nämlich immer so eine blaue Brille auf. Und der ist bekannt geworden in Amerika mit irgendwelchen Foodtrucks mit Currywurst. Okay. Und bei dem kommen dann Pommes aus dem Schnabel, wenn man den Mund aufmacht. Also der hat sein Bärtchen und die Brille, das wird dir so ins Gesicht projiziert. Und wenn du dann den Schnabel aufmachst, kommen da Pommes raus. Aber ich möchte auch, dass die lieber reingehen, weil ich meine, raus auf dem Weg ist irgendwie eklig. Ja, also wenn man so einen Filter unbedingt so machen muss, dann... Muss das so sein. Ist das auf jeden Fall nicht unser Filter. Nee. Wir nehmen lieber den Herzchen-Augen-Filter. Ja, ich habe auch schon Sparkling-Eis gehabt. Ja. Als ich on stage war, weil er die Haut so weit glatt zog und übergepinselt hat, dass du gar nicht gesehen hast, wie tief die Augenringe waren. Das ist auch ein ganz schlauer Trick. Ja, sah nur scheiße aus, aber es hat funktioniert. Ja. Die Augenringe waren heftig auf Onstage. Oh ja. Wobei ich ja gar nicht so viel mitgekriegt habe. Ich habe ja gearbeitet. Du bist trotzdem früh aufgestanden und spät ins Bett gegangen. Ja. Auch wenn du nicht die ganze Zeit auf Onstage warst. Das ist richtig. Ja, ihr Lieben, bevor wir hier allzu weit abschweifen. Weißt du, worauf ich mich freue? Auf Catch the Sketch?
auf den 15. diesen Monats. Auf Weil die Auswertung. Auf die Auswertung, dann dürfen wir Punkte verteilen und ersten und zweiten und dritten Platz bestimmen. Ja, ich bin total gespannt, was ihr macht aus Ich designe mein eigenes Designpapier. Ich auch. Komischer Name, aber... Sei dein eigener Designer. Sei dein eigener Designer, ja. Also. Viel Spaß dabei. Wir freuen uns auf eure Ergebnisse. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen motivieren, bei Catch the Sketch mitzumachen. Und ein paar offene Fragen vielleicht auch zu klären. Genau, und wenn du noch welche hast, dann schreib uns gerne an. Und wir beantworten dir noch mehr Fragen. Also dann. Bis dahin. Bis bald. Tschüss. Tschüss.